Ein perfekter Badetag mit Freundinnen und viel Spaß. Meistens bleibt das auch so, aber leider nicht immer. Im Liegebereich, im Becken oder in der Umkleidekabine kann es passieren, dass man angesprochen wird. So weit, so gut. Und okay, wenn es für alle Beteiligten in Ordnung ist. Manchmal bleibt es aber nicht dabei. Von jemandem betatscht zu werden, sexuelle Anspielungen oder schlüpfrige Anmachsprüche hören zu müssen, sind Grenzüberschreitungen, die keinen Spaß mehr machen. Sie sind sogar strafbar. Sexuelle Belästigung oder Übergriffe müssen nicht ertragen werden. In den Grazer Bädern sorgt die Badeaufsicht dafür, dass für Anmache und sexuelle Übergriffe kein Platz mehr ist. Die MitarbeiterInnen in den städtischen Frei- und Hallenbädern sind informiert, was zu tun ist, wenn jemand nach Luisa fragt. Luisa ist ein Code, damit sich Mädchen und Frauen bzw. alle Personen, die davon betroffen sind, Hilfe bei sexueller Belästigung oder Gewaltanwendung holen können. Nachdem es schwierig sein kann, sich mit sehr persönlichen Anliegen an fremde Personen zu wenden, wird der Code "Ist Luisa da?" verwendet und man muss nicht erzählen, was passiert ist. Die Badeaufsicht hilft aus brenzligen Situationen, begleitet Betroffene in die Umkleide, holt die Sachen vom Platz, spricht ein Hausverbot aus oder verständigt im Notfall die Polizei. Luisa geht schwimmen ist eine Aktion des Referats Frauen und Gleichstellung der Stadt Graz und der Freizeit Graz. Eine Maßnahme gegen sexuelle Belästigung und Gewalt in den städtischen Frei- und Hallenbädern.